Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Stardew Valley. Ja, heute haben wir ein Geisterfest. Ich freue mich sehr. Unser Fernseher hat uns verraten, dass wir da ein Geheimnis finden können. Also, so, guten Morgen, schöner Morgen. Hier blubbert's, das ist gut. Moin, moin. Ja, wir haben das Fest und wir haben beim letzten Mal irgendetwas nicht gefunden. So sieht's aus. Wir können noch mal ernten. Sehr, sehr schön. Hier noch mal unsere Artischocken. Nee, Quatsch, Auberginen sind's ja. Morgen sehr wahrscheinlich nicht. Diese Pflanze leider, leider nicht mehr. Hier ist sonst auch nichts. Ach, wir haben unsere Hühnchen, haben wir sie offen gelassen. Guten Morgen. Sieht glücklich aus. Das ist schön. Hallo, wo bist du? sieht heute wirklich glücklich aus. Ich auch. Sieht auch glücklich aus. Und du da? Bist auch glücklich. Das ist schön. Er ist auch glücklich, unser kleiner Wuffelmann. Das ist doch super duper. So, komm, dann werden wir mal ein bisschen Platz machen, ein bisschen aufräumen in unserem Inventar. Wir gucken mal, wir haben noch die Barren dabei und ja, das können wir verkaufen hier. Wir haben noch ein so ein Dings hier. Das ist okay. Ein so ein noch. Jetzt werden wir erstmal hier diese ganzen Dinger hier. Das hier werden wir verkaufen. Die Muscheln. Was ist das jetzt? Barren geschmolzen werden. Okay. Dann einmal hier rein, bitte. Das da. So. Ja, komm, dann können wir die Zeitung auch gerade verbrennen. Zack. Haben wir so weg. So, dann einmal unsere Fässer, sie arbeiten. Das ist gut so. Machen wir diese. Zack. Und hier haben wir nochmal Mais. Haben wir hier Apfel? Haben wir. Den Apfel haben wir nicht. Also nehmen wir ihn wieder mit. Wir haben noch den Seetang. So, dann packen wir den noch hier. Den haben wir hier, ne? Ja. Gut. Ja, unsere Köder sind jetzt auch nicht mehr so viele, ne? Es wird Zeit, dass wir wieder in die Mine gehen. So, einmal das. Hier haben wir sonst soweit erstmal. Wir müssen jetzt noch ein bisschen warten. Na du, jetzt ist hier auch noch mal Baum fertig. Sehr, sehr schön. Werden wir mal gucken, wie wir dann das machen. Ja, unsere Gießkanne haben wir jetzt zum Verbessern abgegeben. Darum können wir jetzt nicht gießen. Macht aber nichts, weil eben, wie gesagt, es ist jetzt sowieso der Sommer, der Herbst ist jetzt vorbei, der Winter wird kommen und wir müssen jetzt sowieso nicht mehr gießen. Na, hier haben wir noch Pflaumen, jede Menge. Nehmen wir mit. So. Hier ist alles gut. Ja, wir müssen jetzt mal gucken. Ja, wir könnten ja die Reusen jetzt erstmal. Ach so, komm später zurück. Wir kommen da jetzt gar nicht hin, weil das Fest vorbereitet wird. Okay. Dann gehen wir hier unten lang. Durch unseren Dschungel. Hier.
Wenn wir den Weg irgendwie finden, so hier irgendwo lang. Guck mal, da haben wir noch so einen Pilz. So einen Riesenpilz. Kommen wir hier irgendwie mal weiter? So, komm. Wollen wir den noch holen hier? Machen wir. Wir können jetzt im Moment sowieso nicht viel machen, weil eben dieses Fest vorbereitet wird. Dann können wir auch noch hier diesen Riesenpilz einmal einsammeln. So. Dann brauchen wir richtig viel Kraft für so einen Pilz. So, hier sind so viele Bäume wieder gewachsen. Haben wir jetzt alles. So, ich will auch nicht zu kaputt werden. So, mach mal hier Platz ein bisschen. Dann haben wir gleich alles eingesammelt. Hoffe ich. So, sieht so aus. Ja. Dann können wir hier nochmal so ein bisschen gucken vielleicht. Ja, oder wir angeln hier. Wir können jetzt im Moment nichts machen. Komm, dann angeln wir. Sammeln wir noch ein bisschen Müll. ist ja auch nicht schlecht. Irgendwann ist er sauber. Dann fangen wir auch mal einen Fisch. So. Muss ja irgendwann muss das ganze Zeug da ja mal raus sein, ne? Also. Gucken wir mal. Na? Eine Cola. Hatten wir noch nicht heute, ne? kann man hier überhaupt mal einen Fisch fangen? Oder nur Müll? So, komm. Eine CD. So. Eine Brille. Einmal Holz. So, wir bringen das ganze Zeug mal wieder weg. Na, jetzt können wir über dieses kleine Ding da wieder nicht drüber laufen. So, komm, dann einmal hier. Haben wir eine Fackel gekriegt? So, CD, Holz, Brille. Ja. Dann einmal. Guck mal, die kleine Ente. Ist ja süß. So, komm, dann einmal noch das hier und das Holz. Und die Fasern können wir auf jeden Fall noch gebrauchen. Komm, wir legen die Pilze mal in die andere Höhle. Dann haben wir so die ganzen Pilze zusammen. Wäre vielleicht nicht schlecht. So, komm. Dann. Ach, guck mal. Können wir die auch noch gleich einsammeln? Immerhin. Dann haben wir noch ein bisschen was gemacht. Wir müssen warten auf heute Abend. So, das einmal weg. Dann können wir auch noch die Pflaumen einmal hier. Ach, guck mal, Honig haben wir jetzt auch noch. Lass mich mal durch hier, kleiner Mann. So, Wildhonig. Jetzt haben wir wieder Wildhonig, weil wir keine Blumen mehr haben. So, einmal die Pflaumen noch. Zack und zack.
So, dann haben wir das. Und hier machen wir noch die Samen rein. Die Cola können wir mal nach oben nehmen. Dann können wir die gleich noch trinken. Hier. Ja. So, dann haben wir die weg. Und gucken jetzt, dass wir gleich zu dem Fest kommen. Hier kommen wir wieder nicht lang. Und wir gehen mal gucken, ob wir hier in den Wald können. So, da können wir auf jeden Fall hin. Dann können wir auch noch mal hier ein bisschen angeln. Oder den Stein da einsammeln. Hier. Zack. So, wir müssen noch warten. Dann machen wir das jetzt hier irgendwo. Können ja hier rüber gehen. Dann können wir hier noch ein bisschen angeln. Wenn wir Glück haben, dann fangen wir ja noch mal irgendwas. So. Ich glaube, um 22 Uhr fängt das erst an, ne? Haben wir noch ganz schön viel Zeit. Schade. Ein Lachs. Lachs können wir auf jeden Fall irgendwas mit kochen. Ich hätte auch gerne Forellen. Mal. So. Was bist du? Nochmal Lachs. Na, da bin ich ja mal gespannt. 18 Uhr. So, wir haben immer noch Zeit. So, aber es wird schon ein bisschen dunkel. Das ist gut. Der ist langsamer. Ja, den haben wir auch schon gehabt. So. Den kriegen wir auch. Kaulbarsch. So. 19 Uhr. Wir essen gleich nochmal irgendwie irgendwas, dass wir nicht so müde sind. Kaulbarsch. So, wir essen mal Pfannkuchen. Lecker, lecker. So, mit Teller. ja. Wir müssen noch ein bisschen durchhalten. Uhrzeit. Apfel haben wir auch noch. Können wir auch noch essen. Hm. 20 Uhr. Ich glaube, 22 Uhr fängt das an erst. Na, meine Alge. So, komm, jetzt essen wir noch den Apfel. So. Dann sind wir wieder fit. Lecker Apfel. Na komm. Der ist auch nicht so schnell. Das ist gut. Was ist das? Kaulbarsch.
Jetzt haben wir es auch gleich geschafft, dann können wir da endlich hingehen. Ich bin gespannt. Ich frage mich, wo wir dann da das Geheimnis finden können. Da haben wir ja dann scheinbar beim letzten Mal in diesem Labyrinth doch irgendwo was übersehen, ne? So, nochmal. Und gleich hier ist es soweit. So, jetzt können wir los. Das machen wir jetzt auch. Jetzt angeln wir natürlich nicht mehr weiter, ist ja klar. So, nur ein weiter. Ich bin gespannt. Irgendwie hatten wir ja auch schon so ein bisschen die Vermutung, ne, in dem Labyrinth. So. Guck mal, wir reden mal mit Miesepeter hier. Warum gibt es kein Kürbisbier mehr? Er schon wieder. Hey Jonah, netter Abend, was? Ja. Guten Abend, Jonah. Warst du schon im verfluchten Labyrinth? Es ist ziemlich gruselig. Nee, waren wir noch nicht. Gehen wir mal rein. So, dann gucken wir mal. Hier sind wieder diese Geister. Das Labyrinth ist hier. Was haben wir denn hier im Shop? Was hat denn der gute Pierre? Eine Vogelscheuche. Eine Kürbislaterne. Kürbislaternenrezept. Das könnten wir eigentlich mal machen hier. Das finde ich ganz gut und wir können es uns leisten. So. Und hier geht's ins Labyrinth. Mal gucken, ob das jetzt anders ist. Nee, ich glaube nicht. Das war ja dann irgendwo, ja, hier waren diese Hände. Ja. Da war das dann. Genau, und er sucht den Eingang schon irgendwo. Da müssen wir auch mal gucken. Da haben wir auf jeden Fall einen Kürbis. Hier, er sucht, glaube ich. Da drüben ist irgendwas Merkwürdiges, aber wie komme ich dorthin? Also hier haben wir nichts. Da. Sie traut sich nicht weiter, die gute Abigail, wegen den Spinnen hier. Aber machen können wir hier nichts, ne? Nee. Genau, und da war das Schild, dann muss da doch irgendwo was sein, vielleicht. Oder? Das ist merkwürdig. Hier ist eine Sackgasse. Okay. Aber was dran macht. Ups, was war das denn? Huch, wo sind wir denn jetzt? War das das letzte Mal auch schon hier? Ach, guck mal. Na dann gucken wir mal. Da haben wir durch Zufall was gefunden. Da können wir hier rein. Okay. Ach, wir können hier weitergehen. Ah. Gut. Ach, guck mal. Tja. Ein goldener Kürbis. Du erhältst goldenen Kürbis. Ja, super. Kuckuck. können wir hier noch weiter? Nee. Aber hier geht's nicht weiter. Da geht's auch nicht weiter. Ach so, ja. Dann.
Gucken wir. Kommen wir wieder raus. Wir haben einen goldenen Kürbis. Na, immerhin. Also, ja gut. Aber, tja. Wir haben den goldenen Kürbis auf jeden Fall gefunden. Und jetzt haben wir ihn. Jetzt gehen wir mal zum Bürgermeister. Mal gucken, was er uns sagt. Ach nee, wir können ja auch hier runter, ne? Nee, können wir nicht. So, dann mal. Ist cool gemacht, auf jeden Fall, ne? So. Jetzt fragen wir mal unseren Bürgermeister. Mal gucken, ob er was sagt. Er hat schon wieder schlechte Laune. So, Herr Bürgermeister. Der merkwürdige Mann, der in dem Turm haust, hat das alles selbst auf die Beine gestellt. Er hat niemanden in die Nähe gelassen, während er daran gearbeitet hat. Ja, das ist okay. So. Aber jetzt was mit dem Ding machen können wir immer noch nicht. Also wir haben den Kürbis gefunden. Ja, gucken wir mal. Das Fest endet, sobald du es verlässt. Okay, jetzt gucken wir mal, was passiert. Ja, wir haben den goldenen Kürbis. Haben wir den jetzt irgendwo? Ja, wir haben den hier. Er ist wertvoll, hat aber sonst keinen Nutzen. Okay. Ja, das ist ja dann schön. Können wir mal gucken, was wir damit dann machen. Wir verkaufen erstmal das da. Und dann können wir den ja bei uns in die Kiste legen. Und wenn wir ihn brauchen, wir haben ihn. Gucken wir mal einfach. So. Auf jeden Fall haben wir den jetzt mal gefunden. Ach, guck mal, hier ist fertig. Das ist schön. So, legen wir in die Kiste hier mit rein. Zack. Und dann lassen wir uns mal überraschen, für was wir den brauchen. Irgendwann mal. So, jetzt wird es schon spät wieder. Machen wir mal einmal so. Das ist gut so. Jetzt haben wir hier noch einmal Gelee. Können wir verkaufen. Machen aber eben noch an hier einmal zweimal Tomate. Tomatensaft könnten wir auch noch machen. Einmal und da. So. Es wird spät, also ab ins Bett. Na, wir haben ihn auf jeden Fall gefunden. Das ist ja schon mal cool. So. Gut, gut. Ab ins Bett. Ja. Ja, ein bisschen verdient haben wir auch noch. Nicht schlecht. Super duper. Sieht schön aus. Und das war er, der 27. Tag im Herbst. Ja, guten Morgen. Schöner Morgen. Ja, wir haben den goldenen Kürbis gefunden. Sehr, sehr schön. Wir werden mal gucken, was wir mit dem Ding anfangen können. Keine Ahnung. Auf jeden Fall, wir haben ihn. Und ja, ansonsten, ich weiß nicht. Also, da können wir nicht allzu viel machen. Wir haben noch ein Rezept gekauft. Dann können wir dann demnächst auch mal bei uns ein bisschen dekorieren. Im nächsten Herbst. Machen wir jetzt natürlich nicht mehr, weil es ist der letzte Tag.
Da brauchen wir keine Kürbisse mehr schnitzen oder sowas. Aber schön, ich freue mich auf jeden Fall. Und wir werden jetzt mal uns vorbereiten auf den Winter. Und bis dahin wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag. Macht's gut, bis dann. Tschüss.